Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball FighterZ Breakdown. In diesen Videos besprechen wir die Attribute, Fähigkeiten und mögliche Spielweisen der Charaktere und heute befassen wir uns mit einem der zweiten kostenpflichtigen DLC-Charaktere, Vegeto Blue. Ich beziehe mich wie gewohnt hier auf die PS4-Steuerung und darauf, dass ihr links seid und der Gegner rechts von euch steht. Hier kurz die Steuerung eingeblendet, damit ihr das auf eure Plattform übertragen könnt. Wie auch Fuse Zamasu aus dem zweiten DLC-Pack ist Vegeto Blue etwas anders von seiner Spielweise her, aber nicht ganz ungewohnt. Er erinnert in vielen Bereichen an Goku und Vegeta Blue, was aber natürlich auch passt, da er eine Fusion der beiden Charaktere auch darstellt. Sein Solo-Kombo-Potenzial ist nicht der höchste, aber er hat einige interessante, einzigartige Attacken und auch einen recht hohen Schaden, der ihn zu einer willkommenen Abwechslung in der Dragon Ball FighterZ Riege machen. Und er ist natürlich auch einer der am meisten erwarteten Charaktere, vielleicht neben Gogeta, welchen ich selbst auch gerne in dem Spiel sehen würde. Im Allgemeinen könnt ihr in Dragon Ball FighterZ jeden Angriff in drei unterschiedliche Versionen durchführen. Mit Viereck die leichte, Dreieck für die mittlere und Kreis für die sogenannte EX-Version, die einen Balken Meter verbraucht, dafür aber die stärkste und meistens leicht veränderte Version darstellt. Bevor wir uns mit seinen Spezial- und Superattacken befassen, schauen wir uns erst einmal Vegeto Blues Autokombos an. Seine Viereck-Autokombo sieht so aus. Dieser Autokombo hat einige Besonderheiten und fängt direkt mit dem ersten Schlag an, auf den ich nach den Autokombos näher eingehen werde, da er mehrmals trifft. Und der letzte Schlag seiner Viereck-Autokombo ist ein Wurf, was vom Gegner eigentlich nicht geblockt werden kann. Das passiert natürlich, wenn ihr die ersten beiden Schläge trefft. Wenn der Gegner die ersten beiden Schläge aber blockt, wird der Wurf nicht durchgeführt werden. Wenn ihr jedoch die ersten beiden Schläge nicht trefft, also den Gegner nicht berührt, wird der Wurf wiederum doch treffen. Die Dreieck-Autokombo sieht so aus und ist relativ Standard. Schauen wir uns dann jetzt einige normale Schläge von Vegeto Blue an, denn von denen hat er viele, die besonders und einzigartig sind. Mit Viereck macht ihr normalerweise in Dragon Ball FighterZ mit euren Charakteren einen schnellen, leichten Schlag. Vegeto Blue macht aber einen Mehrfachtritt, was sehr ungewohnt ist und sowohl Vor- wie aber auch Nachteile bringt. Der Schlag dauert deutlich länger wie die meisten Schläge und daher müsst ihr euren Eingaben hinterher zeitlich etwas anpassen, wie zum Beispiel einen tiefen mittleren Schlag. Wenn ihr ihn zu früh drückt, wird er nicht aktiviert werden. Solltet ihr den ersten Viereckschlag sogar verfehlen, heißt den Gegner überhaupt nicht treffen, so hängt ihr auch einige Zeit in der Animation fest, was eurem Gegner eine gute Möglichkeit gibt, euch zu kontern und einiges an Schaden auszuteilen. Also solltet ihr mit Bedacht mit diesem Schlag umgehen. Ein deutlicher Vorteil aber von Vegetos leichtem Schlag ist beim Guard Cancel und bei Clashes, denn dadurch, dass ihr mehrfach trefft, werdet ihr Clashes im Normalfall immer gewinnen. Und wenn der Gegner bei dem ersten Treffer, der dritte, einen Guard Cancel macht, trefft ihr den dann reingebrachten Gegner direkt mit den weiteren dritten und könnt daher ziemlich leicht punishen. Der zweite spezielle Schlag von Vegeto Blue ist ein tiefer mittlerer Schlag, denn dieser ist ähnlich wie bei Perfect Cell einen Slide-Schlag, der fast die Hälfte des Bildschirms als Reichweite hat. Es eignet sich daher hervorragend, um Gegner unerwartet zu treffen, besonders weil in der Anfangsanimation Vegeto leicht hochspringt und der Gegner eventuell einen Overhead erwartet und nicht tief blockt. Ähnlich ist es auch mit seinem tiefen, leichten Schlag von Vegeto Blue, denn dieser ist einzigartig. Viele Kämpfer in Dragon Ball FighterZ nutzen den tiefen, leichten Schlag, um Kombos anzufangen oder den Gegner unerwartet zu treffen, da diese schnell sind, tief treffen und sich auch noch aneinander reinlassen. Vegeto Blue hat das nicht, denn bei seinem tiefen, leichten Schlag springt er hoch und ein wenig nach vorne und schlägt den Gegner dann mit seiner Faust. Interessanterweise trifft er dabei aber nicht tief, sondern mittig, was bedeutet, dass der Gegner sowohl im Kriechen wie aber auch im Stehen diesen Schlag blocken kann. Aber dadurch, dass die Anfangsanimation, in der Vegeto hochspringt, da ist, kann er damit einen ankommenden tiefen Schlag des Gegners tatsächlich ausweichen und selbst so einen Konter anfangen. Das erfordert aber einiges an Timing und ich würde es nicht empfehlen, das oft zu versuchen. Und in diesem Zusammenhang kommen wir zu einer weiteren Besonderheit von Vegeto Blue, den sogenannten Reverse Beat. In Dragon Ball FighterZ gibt es eine Grundregel für Kombos. Sie können nur von den leichten hin zu den schweren Schlägen kombiniert werden. Das bedeutet, nach einem leichten Schlag könnt ihr entweder einen leichten Schlag oder einen mittleren Schlag ausführen. Darauf entweder einen weiteren mittleren Schlag oder einen schweren Schlag.
Ihr könnt aber nicht nach einem mittleren Schlag einen leichten Schlag machen, denn das wäre keine echte Combo mehr und der Gegner könnte ihn im Augenblick blocken, teleportieren, reflekten oder einfach selbst zuschlagen. Der einzige Charakter, der aber nach einem mittleren Schlag zurück zu einem leichten Schlag in einer Combo bis dato konnte, war Adult Gohan und das auch nur, wenn er Level 7 seines Potenzials aktiviert hatte. Nun, Vegito Blue kann es von vorne herein und das macht ihn gerade in Combo Strings sehr unberechenbar, da er von seinem tiefen leichten Schlag zum Beispiel zu einem mittleren Schlag zurück, zu einem leichten und dann wieder zu einem tiefen Schlag gehen kann. Oder ganz anders, es gibt unzählige Möglichkeiten und das ist einer der großen Stärken von Vegito Blue. Ihr solltet aber dabei beachten, dass ihr in einer Combo String nur einmal dieselbe Attacke nutzen könnt. So könnt ihr nicht einen leichten Schlag zu einem normalen mittleren zu einem normalen leichten Schlag machen, aber ihr könnt zum Beispiel einen leichten Schlag zu einem normalen mittleren zu einem tiefen leichten machen. Und weiter geht es mit den Besonderheiten von Vegito Blue, und zwar seinen Kreisschlag, also sein Heavy in der Luft. Im Gegensatz zu den meisten Charakteren in Dragon Ball FighterZ wird Vegito Blue den Gegner nicht zurück zum Boden befördern mit einem Slide Knockdown, wenn ihr das macht, sondern ihn horizontal in der Luft treten, genauso wie Piccolo und eben kein Slide Knockdown machen. Ähnlich wie auch Piccolo ist Vegitos Down Heavy in der Luft, mit dem er den Gegner leicht vertikal nach vorne oben mit seinem Knie befördert und selbst hinterher geht. Was ihr aber nicht könnt, ist ein Jump Cancel aus einem Down Heavy in der Luft machen, was bei Vegito Blue eben zu einer etwas anderen Kombostruktur führt. Genug der einzigartigen Attacken, kommen wir nun zu den Ki-Attacken von Vegito Blue, und wer hätte das gedacht? Auch diese sind sehr speziell. Mit X wird Vegito Blue keine echte Ki-Attacke ausführen, sondern einen Ki-Ball genau vor sich erschaffen. Die Eigenschaften des Ki-Balls sind nicht besonders gut und er eignet sich auch kaum für das Neutral-Spiel, sondern vielmehr für Combo-Strings und bestimmte Kombos. Wenn ihr nach vorne und X drückt, erschafft Vegito den Ki-Ball etwas weiter weg von sich, etwa den halben Bildschirm mit denselben Eigenschaften. Mit nach unten und X aktivierte Vegitos Ki-Schwert, eine Attacke, die ähnlich aussieht wie Goku Black's Down Heavy und auch dieselben Eigenschaften hat. Diese Attacke lässt sich sehr gut als Anti-Air gegen andashende Gegner nutzen oder auch innerhalb von Kombos, gerade falls ihr den Gegner mit nur X getroffen habt, dann könnt ihr mit nach unten und X sie direkt in die Luft befördern. Denn genau das passiert, nachdem ihr den Gegner mit dem Ki-Schwert getroffen habt. Mit dem richtigen Timing könnt ihr auch noch einen Super Dash hinterher machen und eine Combo anfangen, das erfordert aber ein wenig Übung am Anfang. Ihr solltet aber dabei beachten, dass ihr den Gegner in die entgegengesetzte Richtung dabei bewegt, also solltet ihr es nicht unbedingt in die Ecke nutzen. Vegito Blue kann sein Ki-Schwert auch in der Luft aktivieren, indem er einfach nur X drückt. Dabei bleibt er kurz in der Luft stehen und aktiviert das Ki-Schwert schräg nach unten. Auch wenn es nicht so wirkt, so hat diese Attacke eine sehr großzügige Hitbox und ihr werdet die meisten Kämpfer, die euch vielleicht gerade mit einem Down Heavy punishen wollen, weil ihr eben in der Luft seid, selbst vorher treffen und sie nach oben befördern und mit einem Super Dash verfolgen können. Gegner aber mit selbst einer großen Hitbox bei dem Down Heavy wie Freezer oder Goku Black werden euch aber definitiv vorher treffen, seid also vorsichtig damit. Die Attacke eignet sich dazu auch noch als Combo-Verlängerung für Vegito Blue, gerade in der Ecke, aber dazu kommen wir etwas später. Mit Viertelkreis nach vorne und X haben wir dann die letzte Ki-Attacke von Vegito Blue, den Split Fingershot. Vegito Blue wird dabei in die Luft springen und mehrere Projektile aus seinen Finger verschießen, die eine sehr gute Fläche des Bildschirms abdecken. Diese Attacke lässt sich auch in der Luft aktivieren und mit dem richtigen Timing könnt ihr so auch zweimal in der Luft machen, bevor ihr wieder auf dem Boden seid. Leider ist aber die Priorität des Split Fingershots genauso gering wie die eines normalen Ki-Projektils und so wird der Gegner einfach durch sie super dashen können. Kommen wir nun zu Vegito Blues Spezialattacken. Mit Viertelkreis nach hinten und X aktiviert ihr Vegito Blues Barriere. Dabei wird Vegito seine Hände ausstrecken und sich im blauen Ki umhüllen für etwa eine Sekunde. Wenn der Gegner euch in diesem Zeitraum angreift, werdet ihr den Angriff kontern und den Gegner mit dem letzten Wurf aus der Viereck-Auto-Kombo in den Boden rammen. Es ist nicht möglich, ohne weiteres daraus eine Combo zu starten, leider. Aber dafür müsst ihr entweder einen Teleport und somit einen Metabalk verbrauchen oder mit einigen Assists ist es auch möglich, zu einer Combo zu kommen. Ihr könnt sogar direkt in einen Level 1 hinterher machen, wenn euch danach ist. Vegito wird mit dieser Attacke alles bis auf Level 1, Level 3 und Dragon Rushes kontern können. Aber damit der Konter den Gegner auch trifft, dürft ihr nicht zu weit wegstehen, da er den Gegner sonst nicht zu fassen bekommt. Mit Viertelkreis nach vorne und einer Angriffstaste vollführt Vegito Blue seinen Spiral Heel Shot, mehrere horizontale Tritte in der Luft, ähnlich wie die, die wir von Super Saiyajin Vegeta oder Vegeta Blue bereits kennen. Ihr könnt es sowohl auf dem Boden wie auch in der Luft aktivieren und diese Attacke eignet sich sowohl als Combo-Finisher, wie aber auch als Block-String-Attacke, um den Gegner immer mehr in die Ecke zu bringen.
Die leichte Version ist schnell, die mittlere Version ist etwas langsamer, aber verursacht einen Wallbounce in der Ecke und die EX-Version verbraucht irgendeinen Balken und ist schnell, trägt den Gegner mehr in die Ecke und verursacht einen Wallbounce. Ich persönlich muss aber sagen, dass die mittlere Version sich hervorragend in allen Combos und Strings nutzen lässt und empfehle euch daher nicht die EX-Version zu nutzen, da ihr den Meta besser in andere Sachen ausgeben könnt. Mit Viertelkreis nach hinten und einer Angriffstaste aktiviert ihr Vegito Blues Atomic Buster. Das ist Vegito Blues Command-Wurf und ähnelt sehr dem von C16. Vegito springt dabei leicht nach vorne in die Luft und wenn er den Gegner dabei packt, wirft er ihn in die entgegengesetzte Richtung gegen den Boden. Die leichte Version wirft den Gegner einfach nur runter, die mittlere Version verursacht einen Slide-Knockdown und die schwere Version macht etwas mehr Schaden und verursacht einen Slide-Knockdown. Diese Attacke lässt sich sehr einfach und wirksam mit Vegitos Down-Heavy in der Luft kombinieren und ist eine gute Möglichkeit, um den Gegner wieder zum Boden zu befördern. Ihr müsst aber immer beachten, dass der Gegner in die entgegengesetzte Richtung geworfen wird und daher eure Kombos etwas anpassen, falls ihr die Ecke nicht verlieren wollt, um Druck aufzubauen. Ihr könnt nach dieser Attacke auch seine Luft Level 1 aktivieren mit etwas Timing, aber dazu kommen wir gleich. Die Attacke ist übrigens auch gut, um springende Gegner einfach zu überrümpeln, dass sie nicht geblockt werden kann. Vegito Blue verfügt insgesamt über 3 Superangriffe, 2 Level 1, einen auf dem Boden und einen in der Luft und einen Level 3, der sowohl in der Luft wie auch auf dem Boden aktiviert werden kann. Mit Viertelkreis nach vorne und R1 oder R2 am Boden aktiviert ihr Vegito Blue Spirit Excalibur. Vegito streckt seinen Arm in die Luft und erschafft ein riesiges Ki-Schwert, also sein Spirit Sword. Die Attacke trifft den ganzen Bildschirm und kann daher von fast überall aktiviert werden, wenn euer Gegner in einem Knockdown ist oder gerade nicht blockt, wird er definitiv getroffen werden. Leider verursacht die Attacke einen leichten Sprung nach oben beim Gegner, sodass ihr ihn nicht auf dem Boden danach habt, um weiter Druck aufzubauen und auch ein DHC zu einem anderen Charakter kann daneben gehen, wenn ihr das Timing nicht beachtet. Mit Viertelkreis nach vorne und R1 oder R2 in der Luft aktiviert ihr Vegito Blues Omega Finishing Blow. Dabei wird Vegito Blue sich kurz über den Gegner teleportieren und ihn dann mit der Faust in Richtung Boden befördern, wenn er trifft. Diese Attacke ist extrem gut, um Kombos mit Vegito Blue zu beenden, da man den Gegner wieder auf den Boden befördert, hat aber auch den Nachteil, dass das Tracking nicht hundertprozentig funktioniert. Das bedeutet, dass wenn der Gegner sich sehr schnell gerade bewegt und ihr das Timing nicht beachtet, ihr den Gegner nicht wirklich treffen werdet. Zudem ist auch hier ein DHC zu einem anderen Kämpfer nicht ganz so einfach, da das Timing passen muss und einige sehr schnelle Attacken, wie zum Beispiel das Big Bang Attack von Vegeta, gerne daneben gehen. Mit Viertelkreis nach hinten und R1 oder R2 feuert Vegito Blue seinen Final Kamehameha ab und das sowohl in der Luft wie auch auf dem Boden. Wie auch bei Vegetas Final Flash verursacht ihr nur einen harten Knockdown, wenn ihr diese Attacke am Boden macht, in der Luft leider nicht. Es ist dabei die ikonische Attacke aus der Serie, also ein riesiger Ki-Strahl, der viel des Bildschirms abdeckt und einen guten Schaden verursacht. Am Ende noch kurz die Assists von Vegito Blue. Sein normaler Assist ist ein Split Fingershot, der etwas Timing als Combo-Verlängerung benötigt, aber dadurch, dass Vegito in die Luft springt, bei der Ausführung ein sehr guter Druck-Assist sein kann, der nicht so einfach vom Gegner oder den Assist vom Gegner getroffen wird. Als Level 1 DHC wird er sein Spirit Excalibur ausführen und somit fast immer treffen. Da wir uns jetzt die Attacken und Spezialangriffe von Vegito Blue angeschaut haben, ein paar Tipps, wie ihr ihn spielen könnt. Vegito Blue ist ein extrem starker Charakter aus mittlerer und kurzer Distanz, hat aber seine Schwächen definitiv in der Ferne, weswegen eure Assists darauf ausgelegt sein sollten, ihn genau dort zu unterstützen. Da er nur den Split Fingershot als Fernkampfattacke zur Verfügung hat und sonst keine weiteren richtigen Ki-Attacken, sind euch die Hände recht gebunden, wenn der Gegner weit weg ist. Aber sobald ihr nur in seiner Nähe kommt, geht er mit seinen einzigartigen normalen Attacken und dem unglaublichen Druckaufbau auch schon los. Der tiefe mittlere Schlag von Vegito ist hervorragend, um den Gegner zu überraschen und eine Combo mit hohem Schadenspotenzial direkt zu starten. Und selbst wenn der Gegner geblockt hat, habt ihr durch den Reverse Beat mehrere Möglichkeiten, seinen Block unter Druck zu setzen und hoffentlich auch zu umgehen. Selbst wenn der Gegner blockt, kann Vegito durch seine Blockstrings so guten Druck aufbauen, dass er den Gegner von einer Seite der Arena bis zu der anderen Seite drücken kann, ohne Probleme. Und das macht ihn auch noch sehr stark. Auf der anderen Seite habt ihr auch noch viele Möglichkeiten, die angreifenden Gegner zu überraschen, sei es mit seinem Runter X-Schwert, welches jegliche Luftangriffe des Gegners einfach beendet und euch dann wiederum eine Combo starten lässt, durch seine Barriere oder einfach durch seinen Luftwurf, der den einen oder anderen Gegner auch gerne überrascht.
Was Kombos angeht, werden viele aber umdenken müssen, denn auch wenn sein Luftwurf sehr stark ist und sich einfach in Kombos einbinden lässt, so werdet ihr oft den Gegner aus der Ecke damit befördern und mindestens einen Meter benutzen müssen, um ihn dort wieder hinzukriegen, und das ist nicht optimal. Für den Anfang wird es reichen, aber mit der Zeit werdet ihr sein Schwert, die Tritte und den Wurf optimal nutzen und gute 50% Leben-Kombos mit Vegito Blue ohne Assist schaffen. Und das Stichwort hier ist das Schwert, denn dieses solltet ihr in so vielen Kombos wie möglich versuchen einzubinden, da es den Meta-Aufbau von Vegito Blue sehr stark erhöht und ihr somit immer eine Level 1 machen könnt und den Gegner in den Boden rammt oder ein Final Kamehameha nach einem Wurf auf den Boden. Das ist es nun rund um den Breakdown für Vegito Blue in Dragon Ball FighterZ gewesen. Wenn euch diese Breakdowns weiterhelfen, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ihr könnt euch gerne mein letztes hochgeladenes Video oder auch die Dragon Ball FighterZ Playlist anschauen und mich selbstverständlich auch abonnieren, wenn ihr auf Anime, Anime Games und Fighting Games steht.